Die EU-Kommission will Russland wegen des Ukraine-Krieges mit einem neuen, neunten Sanktionspaket weiter unter Druck setzen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Mitgliedstaaten dazu in Brüssel einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Erstens schlagen wir vor, fast 200 weitere Personen und Einrichtungen auf unsere Sanktionsliste zu setzen. Dazu gehören die russischen Streitkräfte sowie einzelne Offiziere und Unternehmen der Rüstungsindustrie, aber auch Mitglieder der Staatsduma, des Föderationsrates, Minister, Gouverneure und politische Parteien. Zudem sollen drei weitere russische Banken sanktioniert und Russlands Zugang zu Drohnen über Drittländer wie den Iran eingeschränkt werden. Von der Leyen nannte auch neue Exportbeschränkungen und wirtschaftliche Maßnahmen gegen den russischen Energie- und Bergbausektor.